Lefty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Ich frage mich, was die Roboter machen. Stell dir vor, die Roboter sind auf den Mond geflogen. Sie tanzen in ihren Raumanzügen. Lea an die Roboter. Wir warten auf euren Lagebericht. Die Roboter studieren den Mond. Sie wollen einen Krater fotografieren. Das ist eine Art Loch auf der Oberfläche des Mondes. Um ein Foto machen zu können, müssen sie auf einen höheren Punkt steigen. Oje, es ist schwierig hochzukommen. Ihre Räder drehen durch. Vorsicht! Tollpatschige Roboter! Leo möchte auch mal durch das Teleskop schauen. Was ist denn da los? Der Roboter wedelt mit einer Fahne. Er versucht uns etwas zu sagen. Ich glaube, die Roboter stecken in einem Krater fest und kommen nicht raus. Oh, die Roboter brauchen unsere Hilfe. Gehen wir. Wohin? Zum Mond? Scoop und Lefty haben auf dem Schrottplatz neben Leas Haus eine Rennstrecke gebaut. Scoop, Lefty, hallo. Die Roboter brauchen Hilfe. Hä? Was ist denn mit ihnen passiert? Sie, sitzen auf dem Mond fest. Wir müssen ein Mondfahrzeug bauen. Ein Mond was? Ein Mondfahrzeug. Das ist eine Art, Auto. Nur für den Mond. Ach so. Los geht's. Lasst uns die Teile suchen. Um ein Mondfahrzeug zu bauen, brauchen wir viele Teile. Leo hat die Karosserie gefunden. Könnten diese Räder passen? Nein? Und was ist mit denen? 2, 4, 6, 8. Das ist die Anzahl von Rädern, die wir brauchen. Lasst uns alle Teile zusammenbauen. An diesen Teilen werden die Räder befestigt. 4 + 4. Das macht 8. Rückenlehnen. Kontrollpanel und Steuerknüppel. Zwei Monitore für zwei der Teammitglieder. Damit können sie helfen, das Mondfahrzeug zu lotsen. Der obere Teil der Karosserie. Die Heckklappe. Die Räder. Vier. Plus 4, also 8. Eine Windschutzscheibe und Bullaugen als Seitenfenster. Hehe.
zwei leistungsstarke LED-Scheinwerfer, eine kleine Antenne, und ein Solarpanel. Ah. Sie versuchen, das Mondfahrzeug zu bewegen. Es ist zu schwer. Oh. Es fehlt noch etwas. Ein Empfänger. Ohne ein Signal von der Erde lässt sich das Mondfahrzeug nicht steuern. Hm. Sie brauchen eine große Satellitenschüssel. Ha. Hier haben wir eine. Der Abschleppwagen wird das Mondfahrzeug zur Abschussrampe bringen. Unsere Freunde werden das Fahrzeug in einer großen Rakete auf den Mond schicken. Ladeklappe, schließen! Die Rakete ist startklar! Hurra! 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 3, 2, 1, Start! Prima! Das Mondfahrzeug ist gekommen, um die Roboter zu retten. Schau, wie sie sich freuen! Jetzt können sie die Umgebung erkunden. Das Mondfahrzeug kann selbst über Steinblöcke fahren. Schau, wie viel Staub es aufwirbelt. Es fährt die Kraterwand runter. Die Roboter können hinfahren, wo sie wollen. An jeden Platz auf dem Mond. Sie können auch Fotos machen. Bitte lächeln. Ihr Witzbolde. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das Gemüse ist gewachsen. Wir ernten Karotten. Die Roboter fahren den Traktor und die Erntemaschine. Sie machen das wirklich gut. Na, das Pferd hat seinen Lieblingssnack entdeckt. Es möchte eine Karotte haben. Lecker! Vorsicht, Roboter! Da vorne ist ein Pferd! Der rote Roboter hat das Pferd gesehen, der blaue aber nicht. Stopp, Roboter! Nauweia! Die Erntemaschine ist umgekippt, aber dem Pferd ist zum Glück nichts passiert. Leo und Lifty kommen genau zur rechten Zeit. Den Robotern geht's gut. Aber die Erntemaschine. Was ist passiert? Bist du ein Hund? Nein, eine Karotte? Mit Ohren? Mit Hörnern? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ohoho. Ach so, wir müssen die Erntemaschine reparieren. Aber die Erntemaschine passt nicht durch den Tunnel. Ihr müsst sie zerlegen. Oh,
Nicht schon wieder. Nichts zu machen, Lifty. Der Tunnel ist zu schmal. Wir müssen die Teile auseinanderbauen. Und am Ende des Tunnels? Wieder zusammenbauen. Oder wir vergrößern den Tunnel. Gute Idee, Leo. Ihr müsst eine Tunnelbohrmaschine bauen. Hallo. Hallo, komm mit, Scoop. Spielen? Bauen. Und zwar eine Tunnelbohrmaschine. Wozu denn? Die Erntemaschine ist kaputt. Wow. Komm mit, Lea. Wenn man zur Werkstatt will, muss man durch diesen Tunnel fahren. Er ist sehr schmal. Um ihn zu vergrößern, müssen wir eine Tunnelbohrmaschine bauen. Und los geht's. Das ist das Fahrgestell. Es besteht aus mehreren Teilen. Ein Band. Darauf wird der Schutt abtransportiert. Eine große, flache Schaufel. Sie wird die Steinbrocken, die aus der Wand gebohrt werden, auflesen. Fahrerkabine und ein gelbes Gehäuse für das Band. Sitze, Fenster, Warnleuchten und Türen. Oh. Raupenketten. Und das wichtigste Teil, der Bohraufsatz. Dieses Teil wird sich drehen und Steinbrocken aus der Wand brechen. Dadurch wird der Tunnel breiter und höher. Gleich wird's laut. Unsere Freunde setzen Gehörschützer auf. Los geht's! Die Roboter brauchen Schutzhelme. Boom! Die Roboter starten die Maschine. Der Bohrer dreht sich. Jetzt können wir den Tunnel vergrößern. Oh, wie interessant. Unsere Freunde haben sowas noch nie gesehen. Steinbrocken fallen zu Boden und der Tunnel wird breiter. Stopp, Lifty. Es ist gefährlich, zu nah an den Tunnel zu fahren. Die Tunnelbohrmaschine ist am Ende des Tunnels angekommen. Jetzt ist er breit und hoch genug für die Erntemaschine. Und wie sollen wir da durchfahren? Es gibt doch eine Straße. Die muss aber erst repariert werden. Scoop räumt die Steine weg. Lea und ich holen Asphalt. Roboter, ihr holt die Straßenwalze. Und ich pass auf, dass Scoop alles richtig macht. Die Roboter sind zur Garage gekommen. Sie müssen das richtige Fahrzeug wählen. Welches ist die Straßenwalze? Na, das Fahrzeug ganz rechts. Die Straßenwalze macht sich auf den Weg. Weiße Farbe nehmen wir auch mit. Leo und Lea haben Asphalt gebracht. Leo schüttet ihn in den Tunnel. Und da kommt die Straßenwalze. Die Straßenwalze ebnet mit ihrem schweren Zylinder den Asphalt. Noch mehr Asphalt. Der Roboter malt die Fahrbahnmarkierung auf. Wir sind fertig. Wo ist die Erntemaschine? Der Abschleppwagen bringt sie in die Werkstatt. Wenn sie repariert ist, könnt ihr das restliche Gemüse ernten. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los
los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist das Haus der Roboter. Es ist früh am Morgen. Roboter, bist du schon wach? Guten Morgen. Was ist das denn? Eine Überraschung. Der Roboter weiß nicht, was das sein soll. Hallo Roboter, das ist ein Ei mit einer Überraschung drin. Blauer Roboter, wirf das Ei runter. Na also. Aha, jetzt wissen wir, von wem das Überraschungsei ist. Das ist Lea und Leo hilft auch mit. Hallo Leo, hast du alles? Na klar. Die Teile kommen alle in die Eier. Deckel drauf. Und jetzt verstecken wir die Eier. Leo und Lea werden die Eier verstecken. Und ihre Freunde Scoop, Lifty und die Roboter müssen dann auf Eiersuche gehen. Mal überlegen, wo könnten wir die Eier verstecken? Okay, ein Ei kommt hier hin. Und eins hier. Schon besser. Alle Eier sind versteckt. Scoop, der Bagger, fährt aus der Garage raus. Hä? Oh. Interessant. Lifty hat auch schon eine Überraschung gefunden. Na, wo wollen denn die Roboter mit ihrem großen Ei hin? Schaut, ich habe ein Ei gefunden. Ich auch. Und die Roboter auch. Das sind Überraschungseier. Na los, macht sie auf. Lifty, das wird spaßig. Was hat Scoop bekommen? Einen kleinen Waggon. Und die Roboter? Bahngleise. Und was ist in Liftys Ei? Noch ein Waggon. Lasst uns die Bahngleise zusammenbauen. Stell die Waggons auf die Bahngleise. Und wo sind die restlichen Teile? In den anderen Eiern. Und ihr müsst die Eier suchen. Hurra! Alle sind begeistert. Na, dann macht euch mal auf die Suche. Lifty will zwischen den kaputten Autoteilen nach Eiern suchen. Oh, etwas Rundes. Ist das ein Ei? Das ist ein Scheinwerfer. Schau mal. Zwei Eier. Bravo. Und was macht Scoop? Er sucht keine Überraschungseier. Will er etwas backen? Ich bereite auch eine Überraschung vor. Er backt Schokoeier. Lecker. Hier ist noch ein Überraschungsei. Juhu!
Vorsicht, Roboter. Hoch mit dir. Lea, kannst du den Robotern helfen? Roboter, kalt! Da ist nichts. Wärmer, wärmer, kälter, heiß. Der lilafarbene Roboter hat das Ei gefunden. Lasst uns die Eier aufmachen. Eine Lokomotive, Lifty, und was ist in deinen Eiern? Ein Waggon. Bahngleise und eine Brücke. Wo ist denn Scoop? Überraschung! Was für ein Spaß! Das war ein toller Tag voller Überraschungen. Lasst uns mit dem Zug spielen. Töff, töff.